So, wir sind gerade unterwegs. Das KenMyTesla-App scheint wieder zu funktionieren. Was ich noch nicht herausgefunden habe, wie ich die Zahlen resetten kann. Ich probiere jetzt mal schnell die App neu starten. Ich hoffe, sie verbindet dann auch wieder. Sie verbindet wieder. Das Coole ist, ich kann jetzt hier Messungen machen. 0 bis 50, 0 bis 60, 0 bis 100, 60 bis 100, alles mögliche misst er da. Jetzt ist er auf Ready. Wenn ich ein bisschen Gas gebe, zeigt er da Geschwindigkeit an. Und wir machen jetzt mal im Lässig-Modus eine Messung. Von 0 bis 100. Schön gerade Strecke, niemand rum. Und schauen mal, was er dann da anzeigt. So, Achtung, fertig, los. So. Die Zahlen haben wir. Das war jetzt der Lässig-Modus. Rückwärtskamera sieht man überhaupt nichts, wenn es regnet. Ich hoffe jetzt mal, es hat da nichts. So. Also. Das sind jetzt die Resultate. 0 bis 50 3,44, 0 bis 60 4,21, 0 bis 100 8,19, 60 bis 100 3,98 Sekunden natürlich. Ich hoffe, man sieht das einigermaßen. Ist jetzt natürlich extrem schlechtes Wetter heute, Regen und so weiter. Wir starten jetzt mal schnell die App neu starten. Die App ist wieder auf Ready. Dann kann man da, habe ich da unter Sicherheit, habe ich eine Tempobegrenzung drin. Darum ist er auch im Lässig-Modus. Und die kann man eigentlich nur im Park-Modus rausnehmen. Ich kann das hier machen, dann seht ihr aber den Pin. Das heisst, ich mache das nicht da, sondern ich mache das auf dem Handy. Ich habe jetzt auf dem Handy rausgenommen, der Lässig-Modus ist jetzt auch draußen. Das heisst, wir haben jetzt eine volle Beschleunigung. Und schauen jetzt nochmal, wie das aussieht. Das Wetter ist brutal schlecht, um so einen Test zu machen. Aber das Tolle ist ja dann, dass wir die Zahlen noch verbessern können, sobald es wieder schön Wetter ist. Ich mache dann sicher auch das nächste Video am Tag. Gescheitest du mal am Sonntagmorgen, wenn noch niemand unterwegs ist. So, jetzt schauen wir mal. Achtung, fertig, los. Da geht schon einiges zügiger ab. So. Das wär's gewesen. Die Zahlen haben wir auch. Schauen wir es mal an. 0 bis 50 2,29, 0 bis 60 2,84, 0 bis 100 5,36 und 60 bis 100 2,52 Sekunden. Krass, und das in dem schlechten Wetter mit Regen. Das heisst, 5,36 von 0 auf 100 gilt es bei schönem Wetter zu schlagen. Gut, ja, die App liefert alles Mögliche an Zahlen. Ich mache sicher noch ein paar Printscreens, dass ihr das mal anschauen könnt. Ich habe genau, und bis bald wieder zum nächsten Video. Peace. Ciao zusammen.